So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Terraria. Beim letzten Mal haben wir Skeletron besiegt und heute begeben wir uns in den Dungeon. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, jawoll. Oh, lecker, Schatzbeutel. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Ein Knochenhandschuh und die... Ja, ich auch. Ah, den Greifarm habe ich bekommen. Kurz. Cool. Also, was für Hände. High five. Klatsch, klatsch. Ja, solange unsere Buffs aktiv sind, würde ich sagen, schnell noch in den Dungeon, ne? Ja. Aber was hat der für ein Crap gedroppt, der Junge? Ja, irgendwie nicht so geiles, ne? Den macht man, glaube ich, auch eigentlich vor der Biene. Fernkampfwaffe? Achso, wow. Ach, hier war ich schon mal drin, das waren Zeiten. Hier gibt's viele Spells. Ich weiß gar nicht, ob Fernkampfwaffen hier so viele sind. Ey. Oh. Ja, gönn dir einfach ein bisschen Dungeon-Equipment, ja. Achso, die Bücher willst du alle abbauen. Ja. Blaue Fackeln willst du mitnehmen und alle Fallen versuchen auszuweichen. Ich suche ein bisschen ran, Leute. 175. Oh, endlich sieht man was. Ist das ein Unterschied? Genau, und hier in dem Dungeon sind diese eine Falle. Schönen goldenen Kisten. Da muss man Schlüssel finden. Die kriegt man von Gegnern, glaube ich. Und es gibt... Ich weiß gar nicht, ob es zwei Arten von Kisten gibt. Auf jeden Fall gibt es hier ultra viele Skelette und die machen wir kaputt. Und die droppen Knochen. Damit kann man das Boss-Item einsetzen. Ohne Laterne. Da bin ich stark. Ein goldener Schlüssel. Wofür ist der? Für die goldenen Kisten? Okay. Warte, ich komm zu dir. Die würde ich gerne haben. Der hier nimmt. Öffne du. Oh ja. Maramusa, ein Schwert. Ja. Aber eins, wo man gedrückt halten kann, was sehr angenehm ist. Oh. Was ist mit meinem Zauber? Den Zauber findest du aus dem Bücherregal. Bestimmt. Das Gefühl, das ist ein Scam mit den Büchern. Ja, da kommt echt so ein Wasserzauber oder so hin. Ah, Wasserbolzen. Danke, du. Kaum erwähnt. 19 magischer Schaden. Mein jetziger macht 21, aber er ist sehr schnell. Ja, immer so im Spielvergleich. Du hast ja in den DPS-Meter. Aber scheinbar nicht mehr dabei. Doch, doch, hab ich. Achso, bin ich nur zu weit weg. Ja. Gebunden. Ach, die Mechanikerin ist hier. Und Verliesschleim wird mir auch angezeigt. Verliesschleim ist scheinbar links. Oh. Ja. Ah, den mochte ich früher. Den Zauber. Was, der, kannst du den lenken? Nee. Nee. Aber wie der aussieht, einfach für eine Party. Ja, ist es. Alter! Hilfe! Ja, der durchkommen geht nicht. Komm mal denn nach links? Nicht doof? Kann ich mal eben. Noch. Nee, kommen wir nicht nach links. Müssen wir echt außen rum. Okay. Da rein geht nicht. Hier lang geht aber. Oh, eine Falle. Ja. Durch den Auslöser. Ich mach den mal weg. So. Eins zur Hölle hier drin. Gibt's denn hier noch einen stärkeren? Weißt du das? Ich kenne nicht mehr jeden Loot im Spiel. Muss mir wieder herausfinden. Einfach mit ein bisschen rumlaufen. Ich sehe auf jeden Fall überall diese Kisten. Ich habe keinen Schlüssel. Ich kann die Skeletthand mal testen, weil die kommt mir überhaupt, oh Gott, überhaupt nicht bekannt vor. Eingebrochen. Ah, cool, das ist. Bumerangs. Was ist das für eine Kiste? Oh, die Mechanikerin ist hier tot. Ja, schade, aber ich hätte sie gerne gerettet. Hier brauchen wir einen Dschungelschlüssel. Hä, hey, aber woher? Ich glaube, das ist irgendwas mit dem Hard Mode. Oder? Die Schlüssel. Das ist ein Schleim. Was ist das denn für ein Fallboden? Kenne ich auch überhaupt nicht. Achso, ja, ja, der ist echt cool, den habe ich gerade auch gesehen. Ja, aber mein Schleim ist da runtergefallen. Ja, RIP. Ich würde dich ja nicht runterhüpfen in die Falle. Hallo. Hi. Ich habe einen Schlüssel. Okay, das ist echt gefährlich, wenn da alles einbricht. Da ist eine Kiste, ja. Komm her. Ein blauer Mond, spannend. Ein Stachelball und eine Schattenschlüssel. Ah, die Schattenschlüssel brauchen wir für die Hölle. Dann können wir die Kisten in der Hölle öffnen. Die können wir direkt auch looten. Und dann können wir die Bosse abfarmen. Boah, guck dir das mal an. Aber komplettes Konfetti. Wasserkerze. Ja, wie hier einfach überall der Boden einbricht. Wir führen die immer in so Todesfallen? Nee, auch in weiter Wege, okay. Oh. Ja, komplett irritierend. Noch eine komische Kiste. Und jetzt weiter, cool. Knochen. Ganz schön tanky. Aus den Knochen kann man sich irgendeine Fernkampfrüstung machen, also die brauche ich eigentlich. Ja, okay. Ich brauche also sehr, sehr viele Knochen. Also eigentlich sollte ich nicht damit angreifen. Fazit. Und Geldportal.
Was? 12 Gold, 13, 15 Gold. Oh. Was ist denn Geldportal? Wenn man Basen zerstört, gibt es eine Chance, dass so Geld, so ein kleines goldenes Portal spawnt. Ach, hier ist die Frau, die gebundene Mechanikerin. Ja, befreie sie. Wir sollten eigentlich gemeinsam gehen. Ich weiß nicht, warum ich weggelaufen bin, sorry. Ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Ich weiß es auch nicht. Bei einer Kiste. Wir sind in meiner Gruppe, oder? Oh, noch ein Muramasa. Oder? Wir sind nicht in der Gruppe. Nö, weil wir in den Singleplayer-Welten waren wahrscheinlich. Stimmt, ja. Kommst du? Achso, ist er. Nur 500 Meter tiefer als du. Ach! Ich bin sehr weit oben und hier ist immer noch richtig viel. Die Mechanikerin ist cool. Kann man Redstone machen in Terraria. Wow. Oh, hallo. Hallo. Wo ist der? Vielleicht ein Schlüssel? Ah, ich habe einen Schlüssel. Hier, nimm. Danke. Ich würde gerne diesen Magier töten, der unsterblich ist, scheinbar. Du bist voll. Ah, wie immer. Hier oben ist eine Kiste. Direkt bei mir. Ah, ja. Kobaltschild. Kannst du haben, wenn du willst. Oh lol, wie sieht das denn aus? Der verändert Knochenbrech. Oh! Kann man bestimmt irgendwie geil kombinieren. Was ziehe ich denn aus? Fahnentrank habe ich mal reingeworfen. Oh, jetzt sehe ich alle gefallen. Cool. Kann ich mal den ganzen Scheiß abbauen. Wie viele sind denn da drüben? Skeleton Town. Oh! Banner! Oh! Okay, so, ich hab wieder einen Trank drin. Stückzähler, rasch. Oh, den brauchen wir. Zählt, wie viele Gegner wir gekillt haben. Hallo, Edgar? Das ist echt wichtig. Komm mal her, ich muss mal ein bisschen Zeug endlich ablagen. Besonders meine 30 Gold. Vom Bosskampf noch. Leg auch mal dein Geld rein. Warte. Wenn du willst. Oh, oh, oh. Nein! So, aua! Nein! Oh. Mensch, das hat sich gelohnt. Clive der Schneider ist angekommen. Das war der alte Mann vor dem Dungeon, der ist jetzt auch gereinigt worden. Mit dem Schneider kannst du dein Standard als Dekorüstung kaufen. Ach lol, what? Mhm. Du hast ja einen Trank, ne, um zu mir zu kommen, nehme ich an. Tatsächlich ja. Wer jetzt gelaufen? Das dachte ich mir. Oh, was ist das denn? Das ist für eine Kiste? Ja, eine, wo wir einen Schlüssel brauchen. Sieht besonders aus. Ja, das dachte ich mir fast. Bitte schön. Oh, brauchen wir doch. Ja. Oh Gott. Oh, endlich nicht mehr auf die Bücherregale gehen. Alter, oh, machen die Schaden. Geht mehrfach durch die. Oh. Ja, Mechanikerin ist da. Kiste bei mir. Kiste Achso, bei mir? Ja, hast du schon. Hey, hier liegt ein goldener Schlüssel. Ist so gut. Und noch eine andere Art von Kiste. Ah, du könntest mal zu mir kommen. Oder warst du da schon? Hier ist eine Kiste rechts, wo eine Fackel dran ist. Aber es sieht nicht so aus, als wärst du da schon gewesen. Warte, da kannst du ja auch gar nicht hin. Ich gehe erstmal zu den 100 Skeletten und dann sage ich dir, ob ich da war. Ich kann dir Bild schicken. Nee, ich komme jetzt zu dir. Ich will ja zu dir, aber ich komme nicht hier hin, weil hier einfach 1 Million Skelette im Weg sind. Ah, warte, ich komm. Rette dich. Manuel, der Wassermagier. Ah. So, zwar, was ist denn da rechts? Genau. Ja, hier bin ich da umgedreht, rechts. Vor der Kiste. Achso. Ach, das ist eine Höhle, das war draußen, da war ich, ja. Ah, okay. Heil dich mal mit Haar. Geht nicht, hab schon. Achso. Ja, hier, der Key. Ah, haben wir noch eine Kiste? Nehme ich mal an. Ja, doch klar. Alleine da, wo ich vorhin war, waren noch welche. Ah, ich glaube, ich sterbe vorher. Gar nichts mehr. Hier links war eine. Ah. Ja, da ist er. Jetzt nehmen wir mal kurz die 10 Herzen hier auf. So. Eine Pistole. Oh, oh. Ja, mach. Kommt her! Oh, die ist stark. Oh, die ist stark, jawohl. Ja, klingt auch krass. Oh Gott, Hilfe. Warum habe ich ihn kaum. Achso, wie viele Gegner man von einer Sorte getötet hat. Ah, es liegt bei der Gegnersorte. Ich würde gerne meinen DPS sehen, aber du bist weggerannt. Ich habe Angst, hier ist eine Falle.
machst du da? So. Geheime Gänge. Oh, hier ist eine Eiskiste. Aua. Ah, ich habe noch einen Schlüssel. Hier, magische Rakete. Oh, der Zauber, ja. Oh, der ist so geil. Nimm ihn. Lästig steht da. Ja, der ist schlecht verzaubert, aber benutze ihn. Wo ist der denn? Aber ach, da, sieht auch. Oh, sieht der, boah, wie scheiße ist der denn? Zieh ihn in die Leiste. Hab ich. Hä? Ah, ich kann Mario Galaxy spielen. Ja, der folgt dem Mauszeiger. Damit kannst du auch Sachen ausleuchten und so. Der ist ultra chill. Er folgt dir. Oh, hallo, Freundi. Folgt einfach. Das waren immer meine Lieblingszauber. Ist davon halt blöd, dass man den nicht gedrückt halten kann, dadurch. Achso, um öfter zu zaubern, meinst ja, du? Ja, aber dafür hast du halt komplette Kontrolle. Ja. Oh Gott, Hilfe, die Hölle. Lauf. Hilfe. Ausgewichen. Hilfe, er kommt alle. Wow. Eine Kerze, hab sie. Komischer hallo. Einbrechboden, der nicht immer komplett ja. weggeht. Das ist eine Brauchstation, glaube ich. Die kann ich nehmen. Damit konnte man irgendwas machen. Ja, 33%ige Chance, keine Zutaten beim Brauen zu verbrauchen. Lol. Wohin gehen wir? Was ist da? Keine Ahnung. Hilfe. Oh, das war ein böser Zauber. Leute, können wir einen Zauber? Hilfe. Ich zauber einfach nur noch. Ich zauber nur noch. Da kenne ich nichts. Fackel. Hier ist eine Kiste mit dem Goldschlüssel. Oh, lecker. Komm mal, Freund. Da steht einer hier. Oh. Ach so. Oh, okay. Oh Gott! Ja. Das ist ein Schleim, das ist ein Schlüsselschleim. Ja, ist in der Wand hier. Hallo, wo ist er hin? Hä? Was ist geschehen? What? Er ist aber weg. Magier. Oh, genau, setz dich hin. Ja, ein bisschen meine müden Knochen ausruhen. Okay. Okay. Lustig das mit dem Abbauen, also das kenne ich überhaupt ja. nicht. Ah. Da ist ein Raum. Ja. Oh. Aber auch ein goldenen Schlüssel. Ja. Ein Jojo. Endlich. Wir sollten hier auf jeden Fall chillen, bis wir alle Kisten geöffnet haben, ja. Ach so. Ja. Damit wir auf jeden Fall in der Hölle dann auch alle Kisten öffnen können als Gegenzug. Hier ist so. Noch eine Kiste. Hast du noch einen Schlüssel? Ich kann keine Ahnung, ich denke ja nicht. Versuch's einfach zu öffnen. Ja. Nee. Da liegt einfach. Da liegt ein Item auf dem Boden. Immun gegen Fluch. Ah, hier oben ist ein Schleim, großer. Ja. Ja, goldener Schlüssel. Nein. Noch ein Jojo, ja. Nimm mal die Tränke da. Oh, obwohl, das sind Bogenschützentränke. Oh, ich hab nur noch ein Fitzel AP gehabt, ne? Oh, Sam. Da kommt noch ein scheiß Gegner. Was tun da? Boah, die Hölle. Die Hölle. Nicht in die Hölle graben. Ich habe nur noch einen Strich AP. Wir haben die Magier besiegt. Ja, ich bin gleich aber auch besiegt. Nur noch 6 Leben. 30 Sekunden noch warten, Alter. Heil mich doch. Hilfe. Hilfe! Nein! Hallo? Hä? Feigling. Oh. Ich hab noch einen Schlüssel, ne? Edgar. Nimm mein Geld, Edgar. Der Magier unten schießt noch auf dich. Lol. Ich schlaf eine Runde. Obwohl, ich hol mir da einfach den ganzen Regenerationskram. Ja, und dann schlafe ich noch dazu. So. Oh ja, guck mal, da ist ein Regal. Fühlt sich echt schnell, mein Herz. Was ist die hier überhaupt eingezogen? Hm. Ausziehen. Ja, lass den weg. Lass die weg, die Werkbank. Achso. Dann zählt's nicht mehr als Zimmer. Dann zieht auch keiner mehr ein. Ja, und weg! Zum Spawnpoint setzen reicht's noch, ja. So, können wir nochmal reinhüpfen. Ja. Ja, meine erste Kiste. Oh lol, Aquazepter. Ja, ja, perfekt. Das ist das, was noch gefehlt hat. Und ein Schattenschlüssel. Hier, nimm. Ja, Schattenschlüssel kann ich nehmen. Und nimm mal den Rest, falls du kannst. Aqua! Im Moment. Da ist es. Aquazepter! Nee. Ach! Nicht dieser Aquazepter. Rakete lässt sich nicht. Moment, stimmt das richtig? Aber warum. Ach, das geht zu Gegnern? Das wusste ich gar nicht. Wenn du es loslässt, geht es dann nur zu Gegnern, oder was? Ja, wenn ich einfach nur drück. Guck, ja, ja. Trifft doch, oder? Ja, genau. Ach so. Ja, ja, dann ist der Zauber nice. Ach so, daneben war es, lol.
Ja, komm hier runter. Ach der! Ja, den kenne ich auch noch, glaube ich. Oh, ein Rüstungsteil ist gedroppt. Wir müssen die Skelette farmen. Muss nicht mehr craften. Ja. Bisschen Pipi. Ja. Ja, Nekrohelm. Wir können also Rüstungsteile droppen. Hast du Nekro-Rüstungsteile bekommen, zufällig? Ich denke mal nicht. Ich glaube, das hätte ich gesehen. Nee, scheinbar nicht. Spontan würde ich sagen, wir haben alles, aber... Musst du sagen. Ja, gut, wir haben ja noch einen Schattenschlüssel, den wir benutzen können. Schattenschlüssel ist was anderes, das ist Hölle. Ach so. Und was genau war das jetzt hier, wo ich gerade stehe? Die Hardmode-Kisten. Die erst viel später kommen. Okay. Ja, dann. Aber finden wir das raus. Ja. Bist du sicher, dass wir keine mehr haben? Keine Schlüssel. Keine Kisten. Oder keine goldenen Kisten. Nö, das weiß ich nicht. Also da, wo ich vorhin allein unterwegs war. Ich sehe hier links noch halt Räume, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Anderer Eingang vielleicht? Ich weiß von wo. Weil wir müssen weiter hoch. Ah, ich sehe es auch, ja. Ich sehe es auch. Ah, da kommt man nicht durch. Deswegen müssen wir gucken, dass da irgendwie so eine Wand ist zum Durchgraben. Ja, hier will ich rüber. Ach, hier bin ich letztens gestorben. Gute alte Zeit. Weg. Oh, Skelett. Ich glaube, die Nekro-Rüstung kann ich aber auch echt einfach craften. Aber wenn du schon mal einen Teil hast, ist ja gut. Brauchen wir nicht so viel Kram. Wie kommen wir denn da links hin? Ist das ein Prank? Das sieht echt so aus, als wäre das ein Gang. Hä? Ja, deswegen meine ich ja. Ah, ich sehe noch was. Boah, ist das ein Irrgarten. Okay, soll ich dir folgen? Mhm. Da geht's nicht weiter. Hier war ich noch nicht. Schön, wie mein Herz auch absolut keine Helligkeit ausstrahlt. Das ist echt nice. Ah, ein goldener Schlüssel. Okay. Hier sieht's brüchig aus. Oh oh. Uff. Oh nein. Nein. Oh nee. Ja. Kommt ihr denn noch immer wieder? Schuss rein. Oh. Da ist irgend so ein Tisch. Erhöhte maximale Anzahl der Günstlinge. Was? Hm. Wie ein Tisch. Zum Anklicken. Nein. Oh Gott, wie schrecklich ist das denn? Warum willst du es nicht haben? Doch klar, aber wie nervig, das dann immer anzuklicken. Hey, wir müssen doch eh bei Bosskämpfen mal 1000 Sachen vorher anklicken. Ah ja, hier ist der Boden brüchig. Brüchig. Ja, hier überall. Oh, hier sind ja auch noch überall Kisten. Oh. Lecker. Ja, hier geht's rein. Der arme Junge. Au. Hä? Was passiert? Gestorben. Öffnet du einfach. Ja. Oh, Hilfe! Oh, das ist ein schönes Gemälde von Goblins beim Pokern. Das ist, glaube ich, eine Anspielung an ein Bild, wo Hunde pokern. Kenn ich. Kenn ich. Oh, ich habe gerade mein gesamtes Inventar hier reingelegt. Geil. Nice. Hallo. Ich bin schon wieder bei dir. Hab gut sortiert. Oh, eine weitere Kiste, ja. Noch ein Maramusa. Unser siebtes. Geil. Knochen 300 Stück habe ich, ne? Nur mal so nebenbei. Ja, ist gut. Sollte reichen. Bin sehr unsicher, ob das irgendwo hinführt. Ach, aber jetzt grab einfach mal. Ich habe hier so einen ewig langen Tunnel, den ich hier lang grabe gerade. Warum kann ich nicht mehr... Ah. Oh. Ich bin auch da. Ah, geht schneller, ja. Ist jetzt wieder nach links oben? Ja, ja, scheinbar. Hallo, kann er mal gehen? Du bist doch so ein mieses Stück. Oh, ja. Geht das zu dem Raum oder müssen wir noch weiter abbiegen? Oh, nochmal nach rechts oben. Oh nein. Hat sich das denn ausgedacht? Und jetzt stoppen wir einfach, da ist nichts. Ist es der Raum oder nochmal? Ach komm. Was ist denn das für ein Kacktunnel? Was ist eine Kiste? Hilfe. Könntest du öffnen? Hast du noch was? Kann sein. Der ist eine Soda. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Ich kann nicht mehr zaubern. Verflucht, kann keine Items verwenden. Diese Köpfe, wenn die einen berühren. Ah, okay. Oh, ein Kobaltschild für mich. Okay, das ist schon mal gut. Ah, hier ist eine Station, so eine Braudingsbumster. Eine Braudingsbumster. Brauchen wir die noch? Nee, ne, haben wir eine. Man kann ohne anklicken für die Tageszeit. Cool. Habe ich gerade irgendwie dreimal aus Versehen gemacht. Ja.
Und Pistole, unwirklich. Und ein Schattenschlüssel. Okay, ich bin nochmal gestorben. Gott. Ja, ich glaube, wir haben genügend. Ich will hier nicht mehr drin sein, es ist zu verwirrend. Ich gucke auch nochmal gleich auf die Karte, wie viel wir gesehen haben, aber ich glaube, wir haben jetzt ordentlich geloodet. Willst du die Pistole haben, ja, ne? Ich habe eine Pistole. Egal, ist neu, ne? Ja, da ist der Mann unterwegs, da bin ich gestorben. Wo bin ich? Hilfe! Na guck mal, da ist die Kiste. Und hier geht's weiter. Warum ist die Kiste nicht leer? Warte sie? Warum geht's ich drück mal B. Keine Ahnung, was für Tränke ich habe, aber ich habe sie alle intus. Oh, schon wieder so ein doofer Gang. Ja. Okay. Uff. Ich wollte sie gerade wegmachen für dich. Klar, zieh mich nur an, nice. Licht, überall Licht. Bienen, überall Bienen. Ja, das wird auch wieder in den Gang, wo wir schon waren. Okay. Ab nach Hause. Spawn entfernt, goodbye. Warum war mein Spawn entfernt? Weil du das Haus einmal zerstört hast und den Spawn danach nicht mehr neu gesetzt hast. Gut, dass du nie gestorben bist. Ja. Oh, ja. Unsere ganzen Sachen müssen wir von da links noch wieder herholen. So, erstmal baue ich das Bett hier ab. Was? Ja. Ich grade jetzt ab. Wie dreht man Items nochmal? Ach, Blickrichtung, ne? Ja. Verliesbett. Weiß nicht, ob es so viel cooler ist, aber ja. Nee, eigentlich nicht. Zur Boss-Arena stelle ich deine, hey, ich bist früher mehr ein Minion mehr Plattform. Ja. Hier, ich habe das, du kannst dir dadurch ja wahrscheinlich Dingens machen. Warte. Hier, 350 Stück. Ich hatte 150, aber ich habe glaube ich schon viele ins Schwein reingelegt. Ja, da lagen schon 400 drin. Okay, 950 Knochen. Ja. Reicht das für ein Rüstungsteil? Traurig, wenn nicht. Knochenklappen? Wo ist denn der? Ich muss auch mal einen Guide fragen. Also früher konnte man daraus eine Rüstung machen. Kann es sein, dass ich einfach die scheiß Skelette farmen muss? Was mache ich denn außerhalb der Folge? Herstellen! Knochen. Man kann sehr viele verschiedene Klaviere herstellen mit den Knochen tatsächlich. Alle Klaviere im Spiel. Knochenmöbel. Knochenbett. Das sieht cool aus. Knochenklavier. Nekrohelm. Boah, genau. Ganz viele Klaviere. Nekrorüstung ist es. Und das uralte Nekrorüstung. Ja, das ist einfach nur ein optisches anderes Aussehen. Ah, den Voidback können wir jetzt auch machen. Ach ja! Dafür brauchen wir die Knochen. Ja, ich erinnere mich. Knochen, Sporen und Schattenschuppen brauchen wir dafür. Haben wir jetzt erst halt alles. Dann nehme ich hier das da raus und dann müsste ich jetzt die Rüstung machen können. Allerdings ist mein Inventar voll, was ziemlich ungünstig ist. Deswegen ich erstmal alles hier oben reinballer. Nekrobeine, Nekrobrust, Nekrohelm muss ich theoretisch nicht machen, weil ich ja den uralten Nekrohelm habe. Nekrorüstung hat auf jeden Fall weniger Verteidigung als das Schattenzeug. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so viel besser ist, aber gucken wir es uns mal an, was der Z-Boni ist. 15% erhöhter kritischer Schaden mit Fernkampfwaffen. Hallo. Oh, was habe ich denn bekommen? Lol. Ich sehe total nett aus und er ist einfach ein. Ich kann auch den hier tragen. Ist der besser? Nee. Okay. Ich setze eben einen Zylinder auf. Können wir eben noch die Biene holen, einmal bitte? Ja, die Biene machen wir sowieso noch. Ich will das Bienenmount. Ja, die Schattenrüstung, die ich davor hatte, war komplett auf Nahkampfschaden, also. Echt useless für mich. Ich packe jetzt mal ein paar Zauber weg. Das kann nicht sein, dass ich irgendwie 30 verschiedene Zauber dabei habe. So, ich guck mal, ob ich diese Void-Tasche herstellen kann, ne? Ja. Oder warte, ich frage nochmal den Guide, weil es wirkte so, als hätte ich alles und ich konnte es nicht craften, deswegen frage ich lieber nochmal nach. Whiteback. Erforderliches Objekt im Mondalter. Hier, der Schlüssel. Wir brauchen 45 Schattenschuppen, so viele haben wir nicht. Ja, stimmt, 40 haben wir. Oh, müssen wir ja nochmal so ein Auge töten. Ne, den Wurm müssen wir nochmal töten, stimmt. Cool. Und da ist der Kleidungshändler, der neue. Hallo. Vertraute Frisur, vertraute Hose, vertrautes Hemd. Der verkauft auch manchmal so Dr. Who-Kleidung und sowas. Ach, so sah ich aus. Ja, so wie ich aussehe. Auch wieder OG, bloß mit Zylinder. Ich glaube, ich verabschiede mich von dem Schwanz. Oh. Ja, aber guck mal, so bin ich doch viel sympathischer. Ja, ja. Da.
Das ist Boss-Beschwörungs-Item. Heiltränke sind noch voll. Die Shotgun kann ich. Ne, brauche ich nicht. Hallo, Magen. Hallo, hallo. Let's go. Abgehängt. Eiskalt. Was bist du denn? Hallo? Ich habe das Schleimbound genommen, weil das ultra schnell fällt. Wow. Bin da. Was machen sie da? Zur Arena. Denkst du, es reicht zum Kämpfen irgendwie? Klar. Die ist instant down. Okay, dann drück ich mal. Achso, warte, dann stelle ich mal den ganzen Scheiß hier auf. Kuchen, das. Oh, lecker. Oh, lecker. Das. Dann brauche ich zwei Blöcke. Wie du mich auch immer draufstellst, dass ich nicht hinstellen kann. Weil chill. Wie viel hast du denn zum Hinstellen, Alter? Das ganze Programm. Dann gehe ich einmal im Honigdip. Lecker. Und dann hole ich die Biene. Hallo, Biene. Oh Gott. Wie sie nichts macht, wie sie nur chillt und charged. Ja, die ist echt langsam im Vergleich. Ist ja erbärmlich, die kann ja nichts. Ich muss ein bisschen rauszoomen, ich sehe sie nicht. So. Oh, das wird so ein Charme machen jetzt. Ja, geh da schön durch, du Trottel. Bis sie halt nichts macht. Ja, die ist halt einfach ja. 1 Million mal einfacher. Ja. Leute, die mussten auch denken, was ist los bei euch? Das ist aber ein bisschen nervig, dass sie da immer... Eventen ist. Ja, oh, ja. Ich hab keine Mana-Tränke mehr, lol. Ja, nice, dann viel Spaß alleine. Nimm den Bogen. Achso, ich kann nicht... Warte, nimm den Bogen. Oh, danke. Und hier noch 1000 Pfeile. Ich hab Pfeile, ich hab wirklich einige Pfeile. Ja, du brauchst Basic-Pfeile, alle anderen gehen nicht. Alle anderen okay. Spawnen keine Bienen. Sind das die richtigen? Ja, doch. Sieht richtig aus. Ne, ich sehe keine Bienen spawnen. Oh, vielleicht ist es auch ein bisschen verbuggt. Egal, die stirbt. Oh, die aber stehen bleibt! Ey, tötet mich bitte, Jungs! Ja, warte mal, ich kann wieder rein pipien. Ey, ruhig, Brauner, alles gut. Lol. So, und ich sehe vor, irgendwelche Loser machen die an der Oberfläche. Ja. Und oh ja. Sterben instant. Das ist der Kopf. Bienenstock-Paket. Von freundlichen Bienen. Alter, habe ich viel bekommen. Ja, ich auch. Ich hab's Mount. Oh, nice. Ja. Oh, Leute. Bienchen. Ah, von dem kann ich nicht. Doch, hier. Kann ich. Ja. Nimm. Bini. Alter, wie geil sieht das denn aus? Ich hab keinen Platz. Ah, oh, okay. War das auch meiner? Mein guter? Ja. Ja, klar, ich hab ja nur einen. Wenn ich selber einen gehabt hätte. Ja, vielleicht ist einer gedroppt. Achso. Ich hab eine Bienenhose bekommen. Cool, ne? Oh, die wird immer schwächer. Sie wird immer schwächer. Sie ist abgestürzt. Wie kann ich unendlich fliegen? Achso. Die sinkt auch so ein bisschen gegen. Und irgendwann wird sie dann einfach so. Ja, die Frage ist, bringt mir das jetzt überhaupt irgendwas? Oh, schau, wie schnell sie auf dem Boden ist. Oh, ich hänge dich ab. Boah, ist sie schnell. Sie dreht sich. Die ist halt echt fett. Ah, cool. Und in der Luft ist sie schön schnell. Hallo, oh, das wollen wir noch eine töten? Ja, damit ich mein Ding jetzt bekomme, mein Mount auch, weißt du? Aber ich habe keinen Mana-Trank. Ich stell mal alles auf. Mana-Trank, hast du welche? Nee. Du kannst kurz noch mal hin und her gehen, wenn du willst. Weil ohne Mana bist du halt useless. Wow. Bring mich zu Zombie. Lol, eine Biene. Lol. Hilfe, woher kommt die? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich meine Tränke in Lust. Ich nicht. Ich seh nie ein. Hilfe. Ich schau nicht, ich hab dafür extra gecraftet. Oh, ich muss wieder raus, und ich sehe sie wieder nicht mehr. Okay, hast du überredet. Ich nehme alle. Meine zwei. Alter, wie ich alle drei Schüsse. Ja, ich hör's. Ich saufe wie ein Schlund. Ich würde einen günstigeren Zauber nehmen. Nee. Ja, wenn wir hier unten stehen, dann geht's ja nicht in die Decke, weißt du? Stimmt, ja. Das ist ja nicht gut, wenn ich nicht mal mehr zielen muss. Ja. Ich kann halt einfach stehen bleiben. Ja. Okay, da. Gleich.
Ist sie schlecht. Ja. Aber richtiges ja, Opfer. Voll ich doch, hä? Wie schmeckt dir das? Und tot. Alter, direkt wie in mir. Der Kopf da noch wegfliegt. Und sind so Brillen, Flugbrillengläser. Bienenpistole, Bienenhemd. Nö. Bienenpistole klingt cool. Ja, kannst du haben. Oh, 10 magischer Schaden. Verwendet 4 Mana. Achso, das war eine Mana-Waffe. Verschießt Bienen, die deine Gegner verfolgen, yo. Ja, jetzt kannst du auch die Bienenrüstung tragen dazu. Wir haben die Bienengang. Alter! Alter! Bin ich gerade zu dumm oder warum schaffe ich es nicht, den Honig mehr unter mir abzubauen? Hallo? Perfekt. Bei Honig muss Wasser berühren, damit es zu festen Honig wird, damit man den Boss beschwören kann. Achso. Da, Leute, das Experiment. Oh, Honigblöcke. Lol. Ja. Lol. Oh, ich hab Bienen. Ja, hallo, ich schicke gerade einen Honig, der mich eigentlich heilen sollte. Ja, vielleicht halt's dagegen. Vor allem 10% kritischer Schaden. Das ist eine Goldküste. So was? Im Honig. Deswegen konnte ich den Boden auch nicht abbauen. Da oben. Tatsache. Ja. Als ob. Wie geht das denn? Ja, mit einem Wiederbelebungsband. Cool. Oh, was ist das denn? Rückruftrank? Oh, ich bin daheim, lol. Hallo? Hä? So, alles mal ein bisschen quickstacken hier. Dann ist mein Inventar einfach leer. Oh, und wir haben eine Trophäe. Die kommt über den Esstisch. Die zweite verkaufe ich. Oh, das ist so viel besser. 4 Verteidigung mehr. Jawohl, gib her. Ich hab's geschafft. Ich hab das Spiel durchgespielt. Warte, ich zoom mal ran. Ja, guck mich an. So, ja? Ach, das ist Bienenoberteil blau gefärbt. Ja. Das ist dein GP-Pulli, ja. Das hattest du, glaube ich, damals schon. Ja, kann sein, aber ist ja 7 Jahre her. Muss mir da mal Gedanken drum machen, ob sich das lohnt, allgemein die Sachen jetzt so anzubehalten, wie ich es gerade anhab. Ja, wir holen halt jetzt eh Höllenzeug. Also eigentlich ist das Bienenzeug schon wieder fast irrelevant, aber eine fliegende Biene ist cool. Ja, ist halt eine coole Form von Fliegen. Schon krass, wie man komplett auf Bienen gehen kann. Ja, Bienenbogen, Schwert, Magiewaffe, Bienengranaten. Ich kann den Wurmschall doch unmöglich ausziehen, oder? Ich habe ihn halt auch an. Ja, ich weiß, der ist halt auch echt krass, ne? Ja. Wie schwierig. In der Welt, wo alles so viel Schaden macht. Ja. Ja, dann war's das aber für heute, würde ich sagen. Ja, ja. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's ab in die Hölle. Was ist eigentlich mit den Meteoriten? Warum ist noch keiner abgestürzt? Wurde rausgepatcht. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht zerstören wir mehr Schattenorbs beim nächsten Mal. Wir haben ja, glaube ich, noch da eine Corruption, genau, ganz rechts am Rand. Da können wir auch easy hingehen und so einen Wurm nochmal töten. Brauchen wir ja sowieso. Dann fangen wir beim nächsten Mal an, töten wir einen Wurm. Und ja, dann gehen wir danach in die Hölle. Und da erkunden wir dann, holen uns ein paar gute Zauber. Und dann müssen wir nur noch einen Gegner, aber sie einen großen bösen Mann besiegen. Und dann ist Terraria vorbei? Und dann beginnt der Hard Mode. Ach so. Und ab dann ist alles schrecklich. Manu, ich brauche dich noch für einen abschließenden Test. Ja, ich bin da. Okay, hallo. Ich muss das craften kurz und dann kann ich testen. Ah, da ist er. So. Kommst du kurz zu mir? Ich will nur deinen Damage Meter. Dafür musst du hier stehen. Ach so. Oh. Die Bienen machen 200 Schaden pro Sekunde. Okay, und wie viel machen die Handhände? 250, 300. Okay. Boah, was? Okay, das ist Jommer. Ja gut, aber da ist halt so ein Ort, wo es auch abprallt. Ja, ich weiß. Ja, aber warte. Ohne Abprall mache ich nur 100 mit den Händen. Ich kann ja auch so machen. Warte mal, 108 die Bienen und das hier. 120 gerade mal. Aber ich habe ja noch was. Oh, obwohl, das wäre eigentlich auch mal interessant zu wissen. 60, 50. Ja, also die Bienen machen 200 DPS, also die Bienen sind scheinbar immer noch das Stärkste, was ich habe. Ja, aber was ist damit? 130. Ah, ich habe noch die Pistole. 110, 190. Okay, die Pistole 60. Hat auch 200, selbst mit der schlechtesten Munition schon. Pistole hat gewonnen. Was? So, und ich vercrafte unser ganzes Wolfram in Munition. Brauche ich eigentlich?
Nee, 10 Barren für 1000 Schuss. Geht ja. Wo haben wir alles bei der Biene unten stehen lassen? Ja, hast du. Ah ja. Ich glaube, die Pistole kann ich sogar in der Hölle direkt upgraden. Oh, es wird gut. So, das war's mit der heutigen Folge Terraria. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns Richtung Hölle begeben und nochmal den Eltenfresser zerstören, damit wir diese Void-Taschen ausprobieren können. Bis dann, euer Zimbelmann.